Hallo, wir sind heute wieder bei Tatort Tischlerstube. Ich darf Immanuel wieder beobachten und etwas lernen, wenn er da ein Schloss einbaut und die Drücke montiert. Und jetzt, Manuel, bitte um die Kamera. Servus, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Tatort Tischlerstube. Diesmal ist es nicht so geheim, hat er ehrlich gesagt, dieses Projekt, das machen alle. Er hat schon einmal Kinder gesehen, die sowas montiert haben. Und das eine Kind hat da ehrlich gesehen, selbst hat eine Hand zurückgebunden und hat das quasi mit einer Hand, kann man das sagen, freihändig, ehrlich. Fast. Montiert. Und er hat dann gesagt, wenn ich das nicht schaffe, dann hat er so gelacht. Also er hat mich schon ein wenig, heute war das nicht so einfach für mich. So, so ist das Schloss. Dann gibt man einfach Riegel zurück. Dann fällt dieses Plastik heraus, automatisch. Und jetzt ist es so, wenn ich das jetzt so einbaue, dann passt es, weil es richtig eingestellt ist. So, man kann das aber auch umdrehen. Also hier ist so eine Sperre, da geht es nicht weiter zurück. Diese Sperre kann man aber hinaufgeben, kann das hineingeben und dann kann man das hier drinnen drehen. Und jetzt wäre es dann eine andere. Ich tue es jetzt aber nicht fertig drehen. Sagen wir, das ist jetzt fertig gedreht. Und dann ist es wieder hier. Und damit ist das für diese linke Türe perfekt. Das Schloss habe ich nur herausgeschraubt, weil ich ja, ich weiß nur, warum ich das Schloss herausgeschraubt habe. Wenn du mich auch in der Früh schon so, dann muss ich auch ein bisschen da jetzt. Was denn? Warum habe ich das Schloss herausgeschraubt? Ja, dass die YouTube-Gemeinde das sieht, wie du das fachmännisch. Ach so. So, und jetzt wird es extrem spannend. Das Schloss ist jetzt drinnen. Jetzt könnte man schon zusperren, wenn man will. Zusperren oder die Türe zumachen. Und jetzt kann man sie nicht mehr aufmachen. Das ist jetzt ein trauriger Moment. Ah, das passiert mir ganz oft, wenn ich dann drinnen bin. Und dann steht man drinnen und dann rufe ich immer den Erich an und sage, Erich, ich habe mich eingesperrt. Und der Erich sperrt mich dann immer wieder. Also der Erich befreit mich dann immer. Aber er hat da so ein Limit. Das ist 3 Stunden bleibe ich drinnen. Und das gefällt dem Erich immer sehr gut, oder? Ja, ja. Jetzt kann man dann quasi so wieder aufmachen. Das ist der Dorn. Der Dorn hat hier so eine Ausnehmung, dass man das dann später fixiert mit dieser kleinen Schraube hier. Beim Drücker ist drinnen. Das werdet ihr schon gesehen haben. Und da muss man darauf achten, wenn ich das hier reinschraube, geht das nicht. Hier würde es irgendwie ein wenig gehen, aber für hier unten ist es perfekt. Also das richtig quasi einrichten. Und bei den Drückern ist so eine kleine Bohrschablone dabei, Erich. Hier für ein buntbohrtes, das heißt bunt gebohrt. Dann gibt es ein WC und einen Zylinder. Ist da Farbe dabei, oder was? Bunt, nicht bunt. Bunt. Ah, oder bunt. Oder bunt. Wie spricht man das aus, Erich? Du weißt, dass ich mit dem Sprechen so ein kleines Problem habe. So, jetzt gebe ich quasi den Dorn hinein, stecke diese Bohrschablone auf den Dorn hinauf. Das ist so locker, ehrlich, da sollte ich quasi fast diese, das hier macht das Loch von 8,5 mm auf 8. Das ist so eine Reduzierung. Ja, da wird Eisen gespart. Das gebe ich jetzt hinein. Jetzt ist das ein wenig strenger. Ja, jetzt hat das kein Spiel nicht mehr. Denn wenn ich das schief anbohre, das haben der Erich und ich mal erlebt, dann sind die vollen Spannungen im Drücker, Erich. Stimmt das? Wir haben das repariert. Ja, und das ist nicht lustig. Und das schaue ich frei Auge gerade. Und das ist dann nicht lustig. Da muss man, also das sollte schon locker sein. Und jetzt markiere ich mir hier und hier das zu Bohrende. Das kann ich wieder nicht aufmachen. Normal schlage ich einen Keil unten in die Tür rein. Aber das ist jetzt blöd, wegen dem Filmen, dann würde die Tür in so einer blöden Position stehen. So, hier dasselbe, das richtig frei Auge aus. So, jetzt habe ich hier die Markierungen, jetzt gebe ich mir den Bohrer hinein. Den habe ich hier liegen. Das ist ein 8 mm Holzbohrer mit Zentrierspitze.
Das Schloss hat sowieso dort eine Ausnehmung, also mit dem Zentrierbohrer ein wenig erwische ich es so. Schön gerade bohren. Wenn man zu weit bohrt, bohrt man es aufs Schloss und dann ist der Bohrer stumpf. Genau. Habe ich schon beim anderen Mal gesehen, deswegen weiß ich das. Man kann eher sagen, wir wissen das, weil wir jeden Fehler schon circa 30 Mal gemacht haben. Das wäre die Wahrheit gewesen. Aber der Erich hat das jetzt so schön gesprochen. Hier sind diese Bohrungen, wo man das quasi dann mit diesem Imbus, mit dieser kleinen Schraube befestigt. Also, warum ist das hier? Ach so, hier hast du die Abdeckung schon raufgetan. Na, was hast du? Nein, das war schon. Versprichst du mir, dass du das nicht warst? War sicher nicht. Okay, da muss man hier unten reinfahren und dann kann man das heraus. Das war ich kurz überfordert, weil das schon drauf ist. Normal ist das eigentlich nicht drauf. Da hat uns irgendjemand ehrlich reinlegen wollen. Aber sie haben es nicht geschafft. Aber fast. Fast. So. Jetzt darauf achten, unten ist die Bohrung. Somit sollte dieses Teil, wo die Schraube hineingeht, unten sein. Wusch! Voll auf die Tür. Ist was auf der Tür? Sicher, sehe ich von der Weite. Oh, auch ohne Brille. Zeig's her. Ohne Brille. Die Tele, das wirft dann Schatten. Wo? Na, mach weiter. Es ist gar nichts. Ja, das. Gibt es einen kleinen Tipp, dann etwas nass machen mit Bügeleisen, dass das Holz wieder, dass sich ein bisschen wieder rauszieht, dann mit Leinöl drüber streichen und dann sieht man fast nichts mehr. So, und jetzt, das Loch ist unten und hier diese Ausnehmung ist auch unten. Jetzt stecke ich das auf den Dorn. Das muss in die Löcher. Das hat hier so einen Wulst. Wenn der spannend hineingeht, also das Spannung ist, dann geht die Türe nicht gut auf. Es gibt aber auch einfachere Drücke, nicht so moderne. Ja, aber ich finde das schon relativ. Also das sollte hier schön hineingehen, so wie jetzt. Wenn man sieht, es hat Spannung, dann mit einem größeren Bohrer ausbohren, dass es locker wird. Das habe ich auch schon gehabt, dann funktioniert das wieder. Denn wenn man Spannung hat, dann geht der Drücker, bleibt meistens unten sogar stehen und so. Also er sollte schön gehen. Erich, geht gut. Dass du mit den Händen einmal drauf drückst, damit die Leute das spüren. Ach so, nein, ich weiß nicht, ob das jetzt geht. Okay, das war jetzt wieder keine gute Idee. Und jetzt brauche ich einen Kreuz. Okay, es ist kein Kreuz hier, ja. Warte, ich schaue dort drüber. Erich, wir haben keinen Kreuzschrauben. Bitte. Ja, da kann ich fertige. Dann probiere ich das mit diesem Schlitz. Ich probiere das mit diesem Schlitz. So, hier der Schraube geht durch. Aha, einmal von der linken und einmal von der rechten Seite. Ja, genau, einmal wird so geschraubt. Ja, es ist aber auch von Firma, es ist ja immer total unterschiedlich. Hier durch, geht den Drücker ein wenig nach unten und jetzt ziehe ich das hier an. Und hier herüben filmen, dann sieht man, wie sich das jetzt, warte, ich stelle zusammenzieht. Wie sich das zusammenzieht. Sieht man das? Ohne Brille nicht. Okay, aber die Leute am Fernsehen im Video. Die sehen das sicher. Ja. Und jetzt, wenn das jetzt ist, dann nehme ich diese zwei kleinen Imbusse mit dem Spitz. Und drehe das hier unten hinein. Wenn es sitzt, kann ich mit der Hand ganz weit hineindrehen. So. Und den Rest, die Drücker schön zusammendrücken. Da wäre es gut, wenn man so einen Imbus hat, der was das Runde am Schluss hat oder eine Ratsche oder was. Denn so muss ich immer absetzen, neu hinein. Und das kostet Zeit, ehrlich. Ja, das sehe ich. Wahnsinn. Wenn du das bezahlen müsstest. Zum Glück muss ich das nicht bezahlen. Ja, puha. Wer bezahlt das überhaupt alles? Kannst du deiner Freundin eine Rechnung stellen? Vielleicht zahlst du die. Okay. So. Und hier, so jetzt ist das hier, jetzt spürt man regelrecht, wie das denn beim Anschrauben, wie das drinnen den Dorn jetzt so auseinander drückt.
Und jetzt, wenn ich hier ganz viel Druck gebe, ist wieder Spannung. Also es sollte schon zusammen sein, aber nicht jetzt unbedingt so streng, dass es unangenehm ist, dass der Drücker quasi schwer zugeht. Naja, ich würde sagen, ich filme jetzt eine fertige, weil sonst sind wir ja, kommt Weihnachten. Was meinst du damit, Erich? Naja, weil es ist ja Wahnsinn da. Was ist dein Wahnsinn? Na, weil man so viel Zeit schon da an dem Drücker da verbringen, nicht? Na, das dauert, was dauert das lange, findest du, oder was? Ich denke schon, ja. Ich finde, ich bin schnell. Ach so. Ich bin doch schon ein wenig warm, Erich. Ach so. Wenn du so Druck machst, weißt du, das ist nicht sehr lustig, was du jetzt da machst mit mir. Jetzt fange ich schon zu zittern an. Also wenn ich jetzt bei dir angestellt wäre, würde sein. Ja, dann könnte sein. Würde ich kündigen. Ach so, puha. Oh, Entschuldigung. Ich nehme alles zurück. Okay. Schreibst du einen Brief an die Gewerkschaft? Okay. Du weißt, dass ich nicht so gut schreiben kann. Ach so, ich kann es nicht lesen. Der Erich sieht ganz schlecht, aber nur wenn er keine Brille auf hat. Genau. Er hat nie eine Brille auf. Dafür habe ich ja deine Augen. So. Fürs Genaue. Jetzt ist das. Jetzt geht die Tür, jetzt können wir mal zumachen. Sie schließt. Wenn sie nicht gut geschlossen hätte, könnte man hier beim Schließblech mit der Feile diese Nase, das ist extra so rund, ein wenig wegfeilen, bis es dann irgendwann einspringt. Jetzt gibt es noch diese Rosettenabdeckungen, die haben unten eine Ausnehmung. Und hier muss man darauf achten, dass diese Plastiknase auch unten ist. Bei den Drücken war das jetzt relativ einfach. Sonst kann man sich vertun, denn ich habe geschaut, dass der Imbus unten ist. Denn wenn der Imbus oben zu sehen wäre, dann wäre das nicht sehr schön. Dann würde der Erich wieder irgendwas sagen, oder Erich? Ja. Dann hätte er gesagt... Sage ich wieder falsch. Dem Kind ist das nicht passiert, dass das alleine montiert hat mit einer zurückgebundenen Hand. So. Und jetzt hier beim Schlüssel unten ist das dasselbe. Das gibt man hinein. Schade, dass jetzt nichts ist, wo Spannung ist, sonst könnte ich euch noch zeigen, wie ich das locker bohre. Es geht perfekt hinein. Das ist, weil ich die Bohrmaschine halt sehr gerade gehalten habe. Wenn man da schräg hineinbohrt, das ist beim Erich fällt man das oft auf, dann ist schon sehr viel Spannung. Das war jetzt ein kleiner Diss, sagt man dazu. Was ist mit Diss? Das war jetzt ein Diss, das sagen die Rapper so, ehrlich. Ich meine, du redest vom Diss. Nein, ich habe dich gedisst jetzt. Ach so. So, hier geht es relativ schnell. Das ist jetzt oben. Jetzt noch die Abdeckungen drauf. Die zweite ist davon gefallen. Ja, der Delle, die wird nicht mehr passen. Hier wieder drauf achten, unten die Nase. Ja, und also die Ausnehmung vom Schlüssel gibt sowieso das Richtige auch vor. Aber man muss halt drauf achten. So. Das ist auch drauf, andere Seite dasselbe. So, jetzt geht das ganz schön, weil es wie gesagt gut gebohrt ist, keine Spannung hat. Jetzt gebe ich den Schlüssel hinein. So, Erich, ich sperre mich jetzt ein und du klopfst dann an und dann machst du auf oder du sperrst mich irgendwie. Okay. Ich gehe in die Mittagspause, Manuel. Tschüss. Ich komme wieder um 13 Uhr. Tschüss.